Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ihr seht schon im Hintergrund, heute wird's mal richtig wild. Moin Leute, Trimax hier. Moin Leute, Digga. Freunde, im heutigen Video schauen wir uns die ersten Videos von verschiedenen großen YouTubern aus Deutschland an. Ihr habt ein Problem mit mir? Ihr habt euch genau den falschen Gegner ausgesucht. Was viele ja gar nicht wissen, viele sehr, sehr große YouTuber sind ja schon seit, keine Ahnung, 100.000 Jahren auf YouTube, aber waren halt oder hatten halt nie Erfolg und deswegen kennt man teilweise die ersten Videos gar nicht. Ihr seht's ja schon im Hintergrund, von Trimax habe ich das erste Video noch nie gesehen, Freunde. Ich selber bin ja auch schon seit 2008 jetzt auf YouTube. Also ich glaube, ich habe schon Videos gemacht. Junge, ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, wo ich angefangen habe, weil es schon so lange her ist. Servus Leute. Ja, wie schon gehört, ich heiße Lukas. Sag euch ehrlich, Freunde, das waren noch die wahren OG-Zeiten. Aber ich würde sagen, wir babbeln gar nicht lang drum. Wir starten direkt rein. Lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da, Freunde. Abonniert meinen Kanal, würde mich riesig freuen. Let's go und auf was. Okay, Freunde, erster YouTuber, schreibt in die Kommentare, wer das ist. Jawohl, es heißt mal wieder frei für alle, ja, Fear of Quarry. Ich muss dazu sagen, es war mein erstes Gameplay und ich muss auch dazu sagen, dass es mir Fun gemacht hat. Jo, hab die Partie eigentlich ganz ordentlich bestanden. Ja, zumindest in meinen Augen so eigentlich krass. Eine eher nicht so prohafte Waffe, weil die, ja, also kann schon extrem schnell schießen und im Nahkampf hat sie mit der Shotgun damals auf Krabby MW2, das waren die OG-Zeiten. Extrem Schaden, aber okay, dafür hat die nicht so eine hohe Range und so weiter. Und mit Hardline passt das eigentlich ganz gut, ja. Die ACR ist ja bekanntlich, kannst du kurz leise sein, ist ja eine sehr präzise Waffe. Digga, das ey Leute, das erweckt in mir so Erinnerungen an früher, wirklich. MW2, COD, damit habe ich ja damals auch YouTube angefangen. So meine ganzen ersten Videos waren alle COD-Videos. Danach dieses Kommentieren, so Leute sind noch in deiner Lobby und während du dein Video aufnimmst, sagst du, ey, kannst du kurz leise sein, ich hab's früher auch so gemacht. Ja, Junge. Und mit Rotpunktvisier, finde ich, kann man diese Präzision sehr gut. Ich sag euch ganz ehrlich, viele von euch haben diese Zeiten damals gar nicht erlebt, aber das war einfach meine Kindheit. Das war die geilste Zeit überhaupt, die ich jemals hatte auf YouTube. Auch wenn ich noch keine Klicks und keinen Erfolg und gar nichts hatte, das war einfach mein Leben damals. Das ist schwer zu beschreiben. Gut einsetzen oder beziehungsweise rausholen. Und aber Freunde, falls ihr es bis jetzt noch nicht gecheckt habt, das hier ist InScope 21. Ihr solltet ihn ja alle kennen, der macht halt kein Gaming mehr. Aber ganz früh hat er halt mit Gaming angefangen, was einfach viele nicht wissen. Hier, der sogenannte Lukas müllt mich hier gerade zu. Ich telefoniere mit ihm. Ich habe ihm eigentlich gesagt, er soll die Schnauze halten, aber gar nicht. Dem war nicht so. Digga, das war einfach InScope 21, Junge. Einfach mit Call of Duty Videos damals angefangen, Freunde. Ey, es ist zu krass. Ja, hallo YouTube. Schönen guten Abend, mein erstes Video. Und zwar, ich würde euch heute zeigen, das unsichtbare Auto. Wie ihr schon seht, müsst ihr einfach ganz langsam mit einem Partner, also ihr braucht einen Partner, mit dem Partner ganz langsam in Lost. Mit dem Partner, bei dem Partner. Santos Customs reinfahren. Und Digga, kurz davor, bevor ihr reinfahrt, muss dieser aussteigen und ganz schnell wieder einsteigen. Danach fahrt ihr ganz normal raus, ihr steigt aus eurem Wagen auf. Leute, das ist einfach Standardskill. Könnt ihr euch das vorstellen? Junge, das ist eine ganz andere Welt, wie der aus redet. Und steigt einfach auf die andere Seite ein. Ja, John, jetzt sind wir im unsichtbaren Bootmobil. Was sagst du dazu? Ja, ist doch eigentlich ein Lachkick, oder nicht? Ja, John. Auf jeden Fall Lachkick, also. Was sagst du dazu, John? Ziehen, ja, jetzt ziehen wir erstmal ein bisschen Action. Also, ihr seht doch, wir fahren jetzt hier ein bisschen rum. Ja, und ja, ich würde mich natürlich so über einen Daumen geil. Hoch freuen und wenn ihr mich abonniert. Da es ja für kleine YouTuber ziemlich schwierig ist. Boah, Standardskill, sag kleine YouTuber, Bruder. Heutzutage Standardskill, keine Ahnung, weit über 3 Millionen Abonnenten. Ey, krasses Video, Freunde. Ich habe es extra, by the way, es wurde extra so vorbereitet, dass man immer erst das Video sieht und danach, wer es halt ist. Einfach, ne, damit wir auch ein bisschen raten können, wie ist das. Beschreib euch die Situation original wie alles. Wer könnte das wohl sein? Und zwar, ich beschreibe euch jetzt original, wie die Geburt war. Meine Freundin hat die Wehen eingeleitet. Das war Knossis erstes Video. Dienstagabend ging's los. Was war das? Ah, okay. Was man nicht vergessen darf, wir machen heute nur die ersten Videos. Knossi war ja immer schon längere Zeit Streamer und so und hat anscheinend, oder das ist jetzt aktuell das erste Video, was man von ihm findet. Aber er war natürlich schon viel länger dabei, denn er hat ja auch schon gestreamt. Für ein Datum? 7.5. Ne? Vielen Dank für das war aber das erste so YouTube-Video, was er dann hochgeladen hat. Fuhre, der Arzt sagt, 8.5. wird's kommen. 0 Uhr, 8.5. immer noch nichts da. Meine Freunde aber schon wehen. Aber guck mal, Real Talk. Heute noch genau so, vielleicht 10 Kilometer drauf, no front. Aber es ist einfach immer noch Knossi. Wir können mal ganz kurz schauen, ob wir noch was genaueres finden, wenn ich hier schreibe, Knossi, erster Stream.
Schau mal bei Wissenswert. Das weiß ich halt, Freunde, der war halt früher bei RTL und so in verschiedenen Shows irgendwie mal drin. Bei Church. Da hat man ihn schon gesehen, wie er aussieht, da war halt auf jeden Fall noch jünger. Aber sieht man seinen allerersten Stream? Boah, das wäre schon geil. Also so sah er halt früher aus. Knossi ist ja auch schon ein bisschen älter, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Knossi hat ja nicht angefangen, als er, keine Ahnung, 13, 12, 11 irgendwie sowas war, sondern halt ein bisschen später. Aber Freunde, hier bei Wissenswert, man sieht, glaube ich, den ersten Stream. Sehr gut für Knossi. Nach seinen ersten 4 Streams hatte er bereits mehrere 100 Zuschauer. Oh, ey, war schon dünner, oder? Bei Poker Deutsch, echt? Wer hat denn mehr bei Poker Deutsch als ich gerade? Für Knossi war das krass. Allerdings erst der Anfang. Das ist so ganz anders, ne? Heutzutage Knossi ohne rumschreien ist kein Knossi, Junge, wer ist das? Aber Freunde, ich sag's euch ganz ehrlich, Knossi auch absoluter Ehrenmann. Ich selber kenne ihn persönlich nicht. Ich habe irgendwie mal ganz kurz früher mal mit dem geschrieben. Irgendwie auf Instagram, weil ich den in der Story markiert hatte. Aber zieh ich mir auf jeden Fall ultra gerne rein, sage ich ganz ehrlich. So, egal, wir machen weiter. Leute, Crymax hier und heute zeige ich euch, wie ihr euch unsichtbar machen könnt. Dafür müsst ihr mindestens zu zweit sein und braucht einen Pickup-Winkelschart. Das ist völlig egal. Hauptsache... Max hat als erstes Video dasselbe Video wie Stani hochgeladen, oder was? Einer davon muss den Pickup lenken und der andere, der eben unsichtbar später wird. Junge, Max, wie er sich angehört hat, ne? Das waren halt die Zeiten, okay, nicht genau da habe ich ihn kennengelernt, aber so zwei, drei Jahre später schon. Im richtigen Moment auf die Ladefläche draufspringen. Hierbei solltet ihr beachten, dass okay, ihr etwas draufspringt, wenn der Wagen gerade bremst. Ihr seht es hier gerade und statt dass ihr dann in den Wagen reinspringt, fallt ihr quasi durch und seid mit dem Wagen unsichtbar. Jedoch der Fahrer und der Wagen, krass, wenn sie wieder rausfahren, sind leider nicht unsichtbar, nur ihr. Aber ja, geht auf jeden Fall relativ schnell. Es gibt noch einen. Und der Bre fährt heutzutage Lamborghini, Digga, da muss ich los. Euch im richtigen Moment in ein normales Auto einfach reinsetzen müsst. Jedoch ist es ein bisschen schwerer. Dafür werden aber dafür der Fahrer und das Auto unsichtbar. Naja, hierfür, also wenn ihr euch einfach nur unsichtbar machen wollt, ganz simpel, würde ich euch diesen Glitch hier empfehlen. Ihr habt es innerhalb von 10 Sekunden, habt ihr das gemacht. Ihr habt es gerade gesehen. Das ist halt zu heftig, auf das richtige Timing warten. Das ist zu heftig, Leute. Das ist zu krass. Ey, einfach Max, Freunde. Ich kenne Max auch Real Talk so lange. Ich glaube, wann habe ich Max erstmal kennengelernt? 2014 oder so. Ey Leute, geisteskrank. Was geht? A-Wife ist hier und so. Digga, wo hat denn das Video her? Freunde, für alle, die es wissen, ein Kollege hat das zusammengeschnitten. Jetzt nimmt erst mal einen Penis in die Hand, denn dann ist alles in Ordnung. Oh, shit. An die ganzen Ultra-OGs, Freunde, falls irgendwer dabei ist, das war die Antwort von Allotrix. Ich war damals, Digga. Allotrix war so in meiner Kindheit auch immer der YouTuber, den ich übertrieben weggefeiert habe. Es ist sogar auf Real Talk heutzutage noch so, wie bei dem hier Trimax-Event. Ich habe den gesehen, der stand vor mir. Junge, ich hätte so gerne mal Hallo gesagt und keine Ahnung was. Aber ich habe einfach immer noch so richtige, ich weiß nicht warum, ich habe so richtig Scham davor, irgendwie zu dem hinzugehen, so Fanboy-mäßig. Obwohl ich mir schon sicher bin, klar, der hat bestimmt auch schon mal von mir gehört oder kennt mich oder keine Ahnung. Ich habe mit dem auch noch nie Kontakt gehabt. Aber Freunde, Real Talk, Allotrix war komplett meine Kindheit. Wirklich komplett. Ich habe wegen Allotrix mit YouTube angefangen. Er hat ja damals eine Serie, wo er so Witze erzählt hat. Das war der Shit, den ich mir jedes Mal nur reingezogen habe. Ich habe nur YouTube geguckt wegen Trickshot-Montagen und wegen Allotrix seinen Videos. Und als er damals damit aufgehört hat und ich habe das so gefühlt, dann habe ich es halt auch gemacht. Habe angefangen, auch so ein paar Witze zu erzählen. Und das kam halt voll krass an. Und ohne Witz, Freunde, ohne Allotrix, ich hätte niemals mit YouTube angefangen. Und deswegen mein erstes Video auch mit der Anmod von Allotrix, weil das so, Junge, ich war Fanboy, Bruder. Nicht Spaß beiseite. Welt. AWF am Start und ja, warum habe ich jetzt Allotrix nachgemacht? Weil ich in diesem Video Content bringe wie Allotrix. Ihr erinnert euch, denke ich mal, alle noch an die WZG-Folge. Digga, das waren Zeiten, Junge. Fand ich richtig geil, weil er einen geilen Witz am anderen gebracht hat. Ich habe mir die damals runtergeladen und beim Zocken gehört und habe mich so schlapp gelacht mit Freunden zusammen. Es war endgeil. Leider hat er jetzt damit aufgehört, was ich ja ziemlich schade finde. Oh, ja, und da dachte ich mir, wenn das eh schon keiner macht, warum machst du das dann nicht? Ich will es natürlich nicht WZG nennen, sonst kommen wieder voll viele auf die Idee. Ja, was? Der will nur Fame abgreifen. Okay, oder? Digga, entspann dich mal ein bisschen, Bruder. Wie soll ich die Serie dann nennen? Schreibt es mal in die Kommentare, finde ich ziemlich geil von euch. Ich werde halt auch meistens halt nur Witze bringen. Krass. Wäre voll geil, wenn ihr dafür. Aber ja, Freunde, ich kenn's. Falls ihr Bock habt, das war A-U-Wife, Junge. Flo, der hat das Video vorbereitet. Hey. Aber Retalk, Freunde, das waren einfach Zeiten. Echt, Allotrix war einfach oder war und ist doch noch. Junge, ich finde den immer noch so sympathisch und alles ohne Witz. Inshallah, irgendwann mache ich mal mit dem Video zusammen. Das wäre mein Traum, ich schwör's dir. Aber egal, Freunde, wir machen weiter. Guck mal, ich kenne den so gut und ich kenne den schon so viele Jahre. Das ist einfach Revis erstes Video und sein Intro ist so scheiße. Aber Retalk, dieses Intro passt zu Revi. Zu 1 Milliarde Prozent. Sieht das, ey, wer hat jetzt die Macht über Gefängnis und über Haus einrichten? Der Baba-Junge. Unge? Ich bin schon mein Grundstück gesucht. Ja, was ist da los? Was ist das hier? Jetzt, Revi. Alter, bayo. Okay, jetzt echt also,
Game Mode 1. So, Junge, jetzt bin ich ja Baba. Ja, sure, ich brauche gar kein Jetpack zum Fliegen. So, Unge, wir haben heute einen neuen Luca schon auf dem Server. Geht ab. Ja, voll ranzig. Jetzt gehst du für ihn einfach drauf. Der ist halt der ist drauf. Nein, es tut mir einfach leid, ich kann einfach wieder gehen. Er schämt sich eigentlich nicht, der Rewind. Hey, das waren auch die OG-Zeiten, Freunde. Im heutigen Video laber ich auch ein bisschen so drumherum. Ich hoffe, das ist für euch nicht schlimm. Ich glaube, Revi ist somit einer der YouTuber, die ich am allerlängsten kenne. Real Talk. Ich habe Revi kennengelernt 2012 oder 13 irgendwie so. Ich weiß noch, Revi hat mir damals einen Kommentar unter meine Videos geschrieben, ob wir mal ein Video zusammen machen wollen. Dann haben wir das dann irgendwie gemacht und so kam dann der Kontakt und seitdem wirklich, Bruder Revi, ihr kriegt es ja nie so mit, weil in Videos verarschen wir uns die ganze Zeit nur gegenseitig. Aber bei all meinen ersten Verträgen, bei Verhandlungen, wo ich keine Ahnung von irgendwas hatte, Revi war am Start, der hat für mich geredet. Ja, Weifel, das und das und das. Und ich saß daneben und dachte mir, ja, Mann. Und wirklich, Revi auch OG seit Tag 1 dabei. Deswegen Kuss und Liebe geht raus. Egal, wie wir uns immer verarschen und so, Revi. Wenn Revi eine Niere braucht, ruf ihn nicht an. Moin Leute, Trimax hier. Und zwar stelle ich euch heute ein derzeitiges Deck vor. Und die Taktik bei dem Deck ist einfach, es kostet sehr wenig. Boah, was ist das für ein Mikrofon? Der redet dann kurz, Stimme weg, dann redet er wieder. Die Durchschnittskosten liegen bei 2,9 Elixier. Und generell, so Tipp, wenn der Junge, wie krass sieht das aus? Wo ist Trimax? Heutzutage Real Talk. Gegner. Der wiegt locker 40 Kilo mehr. Elixierpumpe setzt. Elixierpumpen sind zwar sehr stark, aber wenn er sie jetzt einsetzt, dann verliert er. Ich weiß jetzt, dass er sehr wenig Elixier nur noch hat. Auch so wie ihr redet, Freunde, komplett von der Art her. Alles anders. Verteidigen, deswegen fange ich. Aber ich muss sogar Real Talk sagen, ich habe Trimax ganz früher schon geguckt, weil ich so übelst Clash Royale süchtig war. Moin, moin, meine Call of Duty-Freunde. Ich zock eine Runde Suchen und Zerstören auf Jemen. Digger. Dabei habe ich die Chicom. Das ist mit auch so wild, Junge. Und langer Lauf. Und ey, Monte hat ja auch so in der Zeit ungefähr angefangen, wo ich meinen Kanal damals auch gestartet habe. Das war, boah, Black Ops Zeit, meine Bruder. Jungs relativ zügig zum Bombenplatz A. Ist auch nicht so viel Betrieb, insofern bietet sich das an. Die Chicom spiele ich deswegen, weil mir die ganzen anderen MPs, naja, nicht auf den Sack gehen, will ich nicht sagen. Aber ist mal eine nette Abwechslung zu den ganzen anderen MPs. Dreischussbetrieb erinnert mich ein bisschen an die Typ 95 bei MW3. Wie ihr seht, gerade dem ersten dann Headshot gegeben. Jetzt kletter ich mal rüber und hopp. Das war's. Bisschen Glück jetzt. Das war's einfach. Diese ganzen COD, damals hieß es ja auch nicht einfach Video, sondern man hat es halt Commentary genannt, weil man dazu kommentiert hat. Das war normal damals. Und Mont ist ja auch schon einer wie ich. Ist ja einfach Fakt, aber wir sind einfach OGs. Seit Anfang an auf YouTube, dem dieses ganze Gaming-Ding so am Boom ist, waren wir alle schon am Start. Und deswegen, ich bin auch wirklich ehrlich gesagt stolz drauf, auch dass Mont sich so lange krass gehalten hat. Und okay, Mont ist andere Welt. Der ist, Bruder, der hat einen ganz anderen Hype wie jetzt ich zum Beispiel. Deswegen Real Talk auch Montes Videos. Ne, habe ich mir früher auch echt sehr gerne reingezogen. Hatte mit dem früher auch immer so ein bisschen Kontakt gehabt. Mal geskypt, dies, das. Aber auch absolut krass. Naja, Suchen und Zerstören zocken wir deswegen, weil es einfach ein Team-Play-Modus ist. Die Bombe zusammenlegen, bisschen absprechen, links ist einer, rechts ist einer, gib mir Rückendeckung, gib du mir Rückendeckung. Ich weiß noch, aus der Zockerzentrale bei seiner Oma und Opa oben im Dachgeschoss. Genau das, worauf wir Bock haben, was uns schmeckt, wie man so schön sagt. Och, die leider, wie immer im Weg, wollten nicht raufklettern, also mit unserem Clan-Emblem, mit unserem Clan-Titel, dafür habe ich mal eine satte zweiwöchige Sperre bekommen. Besser ist das. So, das war Montana Black, Freunde. Ich sehe schon das Video schon zu Ende, leider. Ich hätte echt gerne noch so alte andere OGs gesehen. Apo Red, KS Freak. Boah, die ganzen Leute, Marcel Scorpion, Anton, also Viscabaster, so diese ganze Gang, die früher da war. Weil ich sag euch ehrlich, so die COD-Zeiten waren einfach die krassesten. Braucht keiner mit mir diskutieren. Viele haben es nicht miterlebt, aber alle, die damals da waren, COD war einfach OG, sag's euch ehrlich. Aber ja, Freunde, wenn das Video gefallen hat, lasst ja gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne meinen Kanal, würde mich riesig freuen. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Haut rein und macht's gut, Leute. Ciao. Out of eyes tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be mine. It might be mine, yeah, yeah. If you want one, now you coming with a paper. I ain't texting shorty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer. I'm a racer.